Herzlich willkommen im X-Lab. Photoshop CC hat ja den Vorteil, dass es sich ständig automatisch updatet und man nicht immer auf eine neuere Version warten muss, sondern ab und an neue Funktionen hinzubekommt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und eine dieser Funktionen möchte ich heute mal kritisch vorstellen. Es geht bei dieser Funktion um das Korrigieren von Gesichtern. In Photoshop wird das gesichtsbezogenes Verflüssigen genannt und ich habe das Gefühl, das ist der richtige Name dafür. Auf jeden Fall befindet sich diese Funktion im Filter Verflüssigen und man muss, bevor man das verwendet, in den Voreinstellungen auf jeden Fall unter Leistung den Grafikprozessor aktivieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Was passiert in diesem Modul? Was kann ich damit machen? Es ist recht einfach. Der Verflüssigenfilter, den kennen ja viele schon, mit dem man Objekte schmaler machen kann, breiter machen kann. Es wird oft verwendet, um die Taille von Models zu schmälern und so weiter. In der Abteilung gesichtsbezogenes Verflüssigen erkennt Photoshop nun das Gesicht, es erkennt die Augen, die Nase, die Lippen und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Proportionen zu verändern. Das geht recht einfach und dazu muss man nicht sehr viel über Photoshop kennen. Für alle, die sehr tief in Photoshop drinstecken und die sich auskennen, man konnte das natürlich früher genauso machen. Ich habe das auch schon mit Ebenen gemacht, in denen ich die Augen oder die Lippen verändert habe. Das geht. Hier geht es natürlich viel einfacher und ich brauche mich gar nicht um Fachwissen kümmern. Ich kann zum Beispiel die Augengröße verändern. Ich kann die Augenhöhe verändern, die Augenbreite, die Augenneigung, den Augenabstand. Und Sie sehen auch schon, das Ganze artet ziemlich in einer Grimasse aus, wenn man nicht vorsichtig mit dem Tool umgeht. Die Nase ebenso kleiner machen, schmaler machen. Ich kann ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die Oberlippe stärker machen, die Mundbreite verändern, die Mundhöhe verändern und natürlich auch die Gesichtsform im Allgemeinen. Ich kann die Stirn höher und niedriger machen. Ich kann die Kinnhöhe verändern, die Kinnpartie schmaler machen und die gesamte Gesichtsbreite verändern. Hier gibt es also Möglichkeiten, die für jeden, der Spaß dran hat, lustige Gestalten zu erzeugen, natürlich das ideale Tool ist. Als ich das Tool gesehen habe, habe ich mich natürlich als erstes gefragt, wer braucht das? Und ich denke, es gibt nur zwei Zielgruppen, die dieses Tool benötigen. Das eine sind diejenigen, die lustige Bildchen machen wollen, ungefähr so wie das bei Snapchat auch passiert und das an ihre Freunde teilen wollen. Für die ist es einfach, die brauchen sich nicht in die Materie anarbeiten und können natürlich sehr schnell sehr witzige Sachen machen. Die andere Zielgruppe, das ist die klassische Zielgruppe, wenn ich in der Werbefotografie arbeite, dann möchte ich eine gegebene Person, die als Model arbeitet, in ein Standardmodel umwandeln. Das heißt, ich korrigiere die Gesichtsproportionen und die Körperproportionen, weil die Person, die ich dort fotografiert habe, als solche für mich ja uninteressant ist, sondern ich brauche eine Puppe, eine Standardpuppe. Und die kann ich damit anpassen. Das haben aber die Profis früher auch schon gemacht. Das heißt, die brauchen eigentlich das Tool nicht. Hier geht es ein bisschen schneller, ist aber auch nicht ganz so flexibel. Ich schalte das mal wieder ab und wir schauen uns das Original an, das doch meiner Meinung nach immer noch das Schönste dieser Bilder ist. Mein Plädoyer ist ganz einfach das. Ich denke, man sollte dieses Tool, wenn immer möglich, nicht benutzen. Aus dem einfachen Grund, weil wir lernen sollten, die Person, die wir vor uns haben, so darzustellen, wie sie ist, den Charakter zu behalten. Und wir haben nämlich unsere Tools. Wir haben das Licht und wir haben natürlich auch unsere Kamera. Und damit können wir die Gesichtsproportionen auch beeinflussen. Wir können das richtige Licht für das Gesicht setzen. Wir können die richtige Perspektive wählen. Und so können wir das Bild gestalten, ohne an den Proportionen rumzuziehen. Ich halte das für eine sehr wichtige Aussage. Man könnte natürlich sagen, ja, manche Leute sind ja nicht so zufrieden mit ihrem Gesicht und da kann man ja ein bisschen rumschrauben, aber was sie da machen, ist im Endeffekt eine sehr starke Verfälschung, die, wenn es bei der Ablichtung um die Person geht,
die sie abgelichtet haben, also ein persönliches Porträt, eigentlich nicht sein sollte. Lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen. Nicht alles, was möglich ist, sollte auch gemacht werden, und besinnen Sie sich wieder auf die alten Gestaltungsmittel wie Licht und Kamera und gehen Sie auf die Vielfalt der Gesichter und der Menschen ein, weil das ist das, was wirklich interessant ist. Man muss nicht alles gerade rücken. Klingt vielleicht ein bisschen konservativ, wer mich aber kennt und wer meine Bilder auf meiner Webseite gesehen hat, der kann sich davon überzeugen, dass ich sehr gerne neue Wege gehe, aber halt meiner Meinung nach nicht so. In diesem Sinne, viel Spaß bei Photoshop und den vielen anderen Tools, die sehr viel Spaß machen und sehr gut sind. Aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.